Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Sanitarium. Wir sind hier immer noch im Dorf der, ja, tragisch verunstalteten Kinder. Wir sind immer noch auf der Suche. Ein voller Starthilfekabel, ein voller Benzinkanister. Ich habe jetzt Benzin in der nächsten. Oh Gott, ich bin kopftechnisch noch gar nicht bereit dazu hier. Nein, in der letzten Folge haben wir Benzin gekriegt und haben versucht irgendwie hinzukriegen, Muddern zu besiegen. Oder so. Weil wir müssen sie halt irgendwie abfackeln oder kaputt klatschen. Weil sie halt hier die Kinder in Setzlinge umwandeln will. Ja, ist okay. So, wir gehen jetzt hier nochmal rüber. Durch das Feld. Ich finde es immer noch ein bisschen blöd, dass wir durch das komplette Feld rennen müssen. Können wir hier nicht Benzin reinfüllen und dann fährt er uns das da weg oder so? Obwohl, der hat gesagt, der fährt nicht mehr. Das Ding fährt nicht mehr. Mhm, okay. Dann gehen wir einfach weiter. Die Steuerung. Beste Steuerung. So, also wir haben halt immer noch dieses komische Kreuz in dem Fluss da bei der Brücke da hinten, was wir da irgendwie rausbekommen müssen. Da weiß ich immer noch nicht wie. Ich bin halt immer noch der Meinung, halt mit irgendeinem Seil oder sowas. Aber wir haben halt irgendwie nur Kabel und irgendwelche Schläuche und sowas. Aber damit hat es ja nicht funktioniert beim letzten Mal. Deswegen, wir schauen jetzt einfach mal, ob wir halt das Benzin da in diesen komischen Generator reinpacken können. Und dann schauen wir, was passiert. Keine Ahnung. So. Weil hier ist ja auch noch der Komet. Ob der halt irgendwas macht, keine Ahnung. Ich denke, den kaputten... Nee. Ich würde ja gerne, aber besser nicht. Warum nicht? Junge, was ist mit dir nicht richtig? Ja, sag ich doch. Okay. Bewege den Hebel. Gut, unser Generator läuft. Kann ich jetzt mit dem... Nee. Doch. Kann ich das jetzt an dem festmachen oder... Was habe ich mir nur dabei gedacht? Weiß ich nicht. Ich denke gerade nicht. Das kann ich nicht tun. Muss ich Muddern damit anfassen? Anfassen. Oder hier irgendwie die... Ich geh mal da rein. Hi, Muddern. Das löst gar nichts. Doch, sie kriegt einen Stromschlag. Ich würde ja gerne, aber besser nicht. Okay. Das heißt... Ich würde ja gerne... Das löst gar nichts. Das löst gar nichts! Doch. Das löst sehr viel. Oder muss ich jetzt halt wirklich... Nee... Macht keinen Sinn. Ja gut. Jetzt bin ich genauso weit wie vorher. Geil. Okay, wir gucken uns jetzt hier nochmal. Das ist jetzt halt komplettes Pixel-Hunting, ne? So, irgendwas. Kann ich hier mit den... Die Ranken sind enger rund um die Scheune. Ja, okay, das weiß ich ja. Was ist mit dem? Was für ein Schrotthaufen. Eher ein Ersatzteillager. Ja. Was für ein Schrott. Okay. Nichts. Kann ich hier wirklich nicht... Hier irgendwie rüber oder so? Geht das nicht? Das sind nicht mal 2 Meter. Die kann sogar ich selbst springen. Und ich bin halt wirklich klein und nicht sportlich. So. Dieser Stein muss die Quelle allen monströsen Pflanzenlebens sein. Sieht metallern aus. Ja, dann... Taugt nichts. Ja, Deine Mutter taugt nichts. Wie kann ich hier irgendwas machen? Nein, hier ist gar nichts mehr. Gar nichts. Okay, ich schau mir jetzt mal den Hintergrund an, ob da vielleicht irgendetwas liegt, was interessant sein könnte. Aber es sind halt alles nur Kürbisse. Und halt irgendwie Pflanzenpixelteile. Ist hier irgendwas? Nein. Ich glaube, ich muss nochmal in die Kirche. Ich habe das Gefühl, da ist noch irgendwas, was ich übersehen habe. Weil was haben wir in der Kirche gemacht? Wir haben da die Vision bekommen. Oder die Vergangenheits...
Gedanken da von der Hochzeit und dem Tod und so? Erinnert ihr euch? In Folge 1 war das, glaube ich, noch. So. Auch nichts. Weitergehen. Ich gehe spazieren auf dem wunderschönen Kürbisfeld. Du. Na, das Ding fährt nicht mehr. Ja, das fährt nicht mehr, ne? Ne, es fährt nicht mehr. So, können wir nochmal mit Maria reden? Maria möchte nicht mehr mit uns reden. Toll. Dann rede ich nochmal mit den ganzen... Ne, nein. Nein, wir reden nicht nochmal mit den ganzen Kindern. Nein. Wir werden in die Kirche zuerst gehen. Dann rede ich mit den Kindern. Wenn die Kirche nichts bringt, dann rede ich mit den Kindern nochmal. Langweilig. Ich glaube, ich muss sie alle so sehr verärgern, dass sie mit uns nicht mehr reden. Ist so einfach, gegen dich zu gewinnen. Oder so. Hatte Dennis nicht irgendwie das Seil von der Glocke abgeschnitten? Ist hier vielleicht irgendwo das Seil noch? Eine Glocke? Ich wette, die hat schon lange keinen mehr zur Kirche gerufen. Okay, das sind die Glasfenster. Vor diesen Glasfenstern möchte man niederknien. Ja, aber nicht heute, wir haben keine Zeit. Oh, was ist das? Habe ich mir das schon angeschaut? Oh! Und hier steht was über den Ortspfarrer O'Toole. Er hat behauptet, dass der Komet das Auge Gottes sei und ein Zeichen des himmlischen Zorns über die Bewohner. Nice. Ehemann wegen Tod der Frau befragt. Da steht, dass Marilyn Driscoll in der Badewanne mit aufgeschnittenen Pulsadern gefunden wurde. Die Polizei hat routinemäßig auch den Ehemann Jeddah vernommen. Okay. Gut, das war jetzt... Ja, war Information, aber damit kann ich halt nichts rausfischen. Eine alte Kirchenorgel. Ja, yeah, Mann. Aber bringt das uns was? Alter, Alter. Nee, hier ist gar nichts mehr. Vor diesen Glasfenstern möchte man niederknien. Ja, ja. Okay, das bringt uns halt komplett gar nichts. Sehr gut. Dann gehe ich nochmal da oben zum Rathaus. Today's Pfarr, Sermon, Psalm, bla bla, The Gates of Heaven. Okay. Ich gucke hier nochmal, ob hier irgendwo vielleicht was in der Ecke ist. Den Baum kann ich nicht anschauen. Da kann ich nicht weiter. Da kann ich nicht weiter. Okay. Wow, Leute, das ist jetzt halt wirklich echt unglaubliches Pixel-Hunting. Mich irritiert halt hier dieser Durchgang. Das ist der Zirkus. Zeitung. Das sind die Dokumente, die wir gelesen hatten. Die Zeitungsartikel, genau. Ha. Ja. Ich bin ein bisschen überfragt. Kann ich hier irgendwie lang? Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Eine Ranke oder sowas? Eine Wurzel? Irgendwas? Okay, dann reden wir jetzt nochmal mit dem da. Kann ich nicht, okay. Ein Metallkreuz. Wie fische ich das da nur raus? Mit deinen Händen, Junge. Dieser Weg ist vollkommen zugewachsen. Ja, ich sehe es. Danke. Ist hier noch irgendwas drin? Nein, das sind einfach auch wieder Zeitungsartikel und was auch immer, genau, Todesanzeigen. Bringt uns auch nicht weiter, außer Infos. Um halt herauszufinden, was hier passiert ist. Ja. Okay. Aber wenn ich das X nach oben... Kacke. Nicht von hier. Ja, Entschuldigung. Dann reden wir jetzt einfach nochmal mit den ganzen Kindern, mit denen wir noch reden können.
Muttern! Ja, ich weiß Bescheid über Mutter. Ja, Mami ist gut. Fleisch. Fleisch? Wovon redest du? Ich, sie, überhaupt alle. Mami sagt, wir sind alle nur Fleisch. Und Fleisch ist übel. Abgrundtief eklig. Aber Mami wird uns alle verwandeln, damit wir so gut sind wie sie. Natürlich. Was stellt sie mit euch an? Was meinst du mit verwandeln? Na, sie wissen schon, uns in Setzlinge verwandeln. Und so machen wie sich selbst. Hm. Gut. Mit ihr kann ich nichts mehr bereden. Toll. Du schummelst, Jessie. Warte, du schummelst! Sieht aus wie die Statue vom Turm. So, mit Dennis konnte ich... Kann ich noch reden, okay? Dennis, yo. Bro. O'Toole. In den Zeitungen stand was über einen Pastor O'Toole. Bist du mit ihm verwandt? Ja, ist mein Alter. Okay, erzähl mir mehr. Den würde ich gern mal sprechen. Ist er irgendwo hier? Ganz in der Nähe. Aber reden kann sie mit dem nicht. Warum? Weil das nur Mutter darf. Weil er tot ist. Nur deine Mutter? Heißt das, du darfst deinen eigenen Vater nicht sprechen? Stimmt genau. Mutter sagt, die müssen erst lernen, Kinder zu erziehen. Und wir sollen sie in Ruhe lassen. Wo wow. Denn in Ruhe lassen? Ha, so doof bin ich auch wieder nicht. Jedenfalls kein Plappermaul. Die sind halt in der Schule. Die Leichen haben wir ja schon gesehen gehabt. Ist das da drüben die Kirche deines Vaters? Ja, das ist St. Michael. Geil, okay. Was kannst du mir noch erzählen? Gar nichts. Sehr gut. Du magst auch nicht mit mir mehr reden? Oh, die Flagge! Eine Schule. Nein, die Flagge! Eine Schule. Nein, ich will die Flagge haben. Also das Seil davon. Ich hab gedacht, das wär's. Aber nein. Ach. Bei den Göttern. Okay. Verweste Leichen. Ob dies die Eltern waren? Wenn ich die Kinder direkt frage, regen sie sich sicher nur auf. Okay. Haben wir hier irgendetwas, was mir weiterhelfen könnte? Verweste Leichen. Verweste Leichen. Verweste Leichen. Daraus könnte man einen guten Remix machen. Aus dem ganzen verdammten Spiel kann man einen Remix machen. Okay, hier ist gar nichts mehr. Kann ich da in dem kleinen Fischerhäuschen noch irgendwas holen? Ist hier noch was? Nein. Ich werde echt wahnsinnig hier, ne? Verdammt, unnützer Mist. Nix. Nix. Okay. Ich bin überfragt, überfragt, überfragt. Wir laufen schon wieder eine Viertelstunde hier rum, Viertelstunde hier rum, Viertelstunde hier rum. Wir reden mal mit Carol. Ich habe mit Carol noch gar nicht geredet. Hey Carol. Ich habe die Zeitung gelesen und da stand was über einen Mann namens Jeddah Driscoll drin. War das dein Vater? Ja, genau. Ich weiß Bescheid über deine Mutter. Ich weiß, dass sie kein Mensch ist. Ach so, ja. Verstehst du nicht, was sie... Mutter ist gut und sie macht uns zu Setzlingen. Aber was meinst du damit? Ich bin nur einsam. Alle aus meiner Familie sind weg. Außer mir. Mutti wird schon wieder alles in Ordnung bringen. In Ordnung bringen? Weißt du nicht, was das bedeutet? Dass du auch verschwindest. Sie... Nein, sie sind gemein. Genau wie Mutti gesagt hat. Wow. Verschwinden sie endlich. Entschuldigung. Okay, mit denen kann ich auch nicht mehr reden. Aber ich rast langsam aus, ne? Mir gehen die Optionen aus hier langsam, aber sicher. Was ist das da hier? Da hat jemand wohl eine Burg aus Pappkartons gebaut. Ja, dann... Ich guck mal einmal kurz was. Einstellung Tastatur. Speichern. Bla bla. Hier ist die Untaste. Oh. Einstellungen. Nee.
Audio, Text. Was kann ich denn bei Text? Achso, ja, Untertitel. Ja, genau. Ja, genau, wir spielen jetzt den Abspann und dann... Nein. Ich hatte gedacht, es gibt vielleicht eine Taste, womit man sich irgendwie hinknien kann oder sowas. Da hat jemand wohl eine Burg auf... Aber nein, gibt es nicht. Vor allen Dingen, was macht... Was nützt mir dieser Raum hier? Der nützt gar nichts. Nichts. Kann ich mit dir nochmal reden? Nerviges Drecksbalg. Vögel, was? Das Kürbisfeld ist gefährlich. Die Vögel da drin hätten mir beinahe die Augen... Hab ich doch gesagt! Ü, B, E, L! Wenn Mutti sich ausruht, halten die Vögel uns draußen und so! Wow, chill. Ich weiß Bescheid über Mutter. Mutter ist gut. Ja, okay. Wachsen. Hat sie euch allen etwa erzählt, dass sie euch beim Wachsen hilft? Sie tötet euch. Sie tötet euch. Sie... Nein, sie lügen! Ja. Aber Marty, warte, ich... Verschwinden Sie! Ich will nicht mehr mit Ihnen reden! Okay, sorry. Gut. Muss doch irgendwo hier noch was geben. Irgendwo. Alter, ich werde hier auch schon langsam wahnsinnig wie die Kinder. Wenn ich nochmal... Ich schaukel nochmal mit der Ente. Sehr gut. Und nochmal mit dem, was auch immer das ist, Pferdchen. Macht Spaß. Die anderen sollte ich auch noch versuchen. Sehr gut, okay. Hat mir nicht geholfen. Ich hatte gehofft, dass ich die irgendwie vielleicht nochmal kaputt brechen kann oder sowas. Aber, ach, Banane. Okay, wir gucken hier nochmal. Ich schaue mir das Grab nochmal an. Kann ich gar nicht. C. Driscoll. Schmerzlich vermisst von ihrer Mutter. Das ist Carol, wir wissen's. Eine verweste Leiche, was für ein Gestank! Die ganze Stadt hat ein echtes Problem mit Unkraut. Ernsthaft? Okay, habe ich hier irgendwie noch was? Ich habe hier auch nichts mehr. Ich raste aus! Was soll ich denn machen? Ich brauche halt dieses Kreuz, dieses metallene Kreuz, um das wahrscheinlich in da zu dem Dingsbums, zu dem Meteor zu stecken, zu dem Kometen. Und dann kann ich da den, das Kabel dranhängen. So denke ich jetzt halt. Oder denke ich vielleicht irgendwie schief. Ein Metallkreuz. Wie fische ich das da nur raus? Mit deinen schönen Händen! Ach, Gewebebandgesicht. Kannst du nicht einmal was machen? Ich bin echt überfragt. Ganz ehrlich. Ich bin überfragt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, wir waren im Rathaus. Rathaus in Anführungsstrichen. Ich war in der Kirche. Ich habe mit den Kindern geredet. Ich war in der Schule. Ich war hier in diesem kleinen Buxtehude-Haus da. Das Fischerhaus. Ich war drüben auf dem Feld. Kann ich hier mit der Fahne, mit der Flagge, kann ich da wirklich nichts machen? Nix, gar nichts. Nada, niente. Oder kann ich den... Nee, oder? Nee, die Fahne selber leuchtet auch nicht, wenn ich sie antatsche. Ah. Kann ich den Jungen ins Wasser schmeißen und ihm die Angel klauen? Da braucht jemand eine Fahrstunde. Ich rieche Benzin. Jo. Jo, 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 jo. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr.
Keine Ahnung, keine Ahnung. Okay, wir machen für heute Schluss. Wir sind jetzt genau an der gleichen Stelle, wie ich vorhin angefangen habe. Ja, toll. Ich bin echt überfragt, was ich jetzt tun soll. Ganz ehrlich. Jeder normale Mensch würde da hingehen zu dem See und würde dieses blöde Kreuz einfach da rausziehen. Einfach rausziehen. Einfach nicht dran lang schnacken. Nein, einfach. Und er so, nee, mach ich nicht. Will ich nicht. Nee, will, nee. Wir finden auf jeden Fall irgendwie eine Lösung. Vielen lieben Dank, dass ihr weiterhin hier dabei seid bei Sanitarium. Soll ich den ganzen Tag rumstehen? Halt die Klappe! Ich moderiere gerade ab! Vielen lieben Dank, dass ihr hier dabei seid. Weiterhin bei Sanitarium. Ich bin Whitey. Das da ist Gewebebandgesicht, unser wunderschöner Held, der nicht die Klappe halten kann. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.